Willkommen zu einer Aufnahme, wo ich die Lorentzkraft demonstrieren möchte. Wir haben hier zwei Kupferschienen, die aber getrennt sind hier, und da haben wir zwei Stromanschlüsse. Und mit dieser Kupferschiene werde ich nachher einen beweglichen Leiterteil hier in ein Magnetfeld bringen, und wenn im Leiter dann Strom fließt, dann wird nachher die Lorentzkraft diesen Leiter bewegen. Das ist die Ursache für die meisten Elektromotoren, die mit Strom funktionieren. Wir schauen uns mal die Situation jetzt an von der Seite. Das ist dieser bewegliche Teil, der nachher auf diesen Kupferschienen rollen kann. Da ist ein Magnet, der jetzt also von Magnetfeld da senkrecht durchschickt. Der Strom fließt dann entweder von vorne nach hinten oder von hinten nach vorne dadurch, je nachdem, wie man hier die Polung wählt. Jetzt schalte ich den Strom ein. Sie sehen, das geht nach links in dem Fall. Dann vertausche ich die beiden Polungen hier. Das heißt, der Strom fließt nachher in der anderen Richtung durch. Und Sie sehen, im Gesetz der Lorentzkraft, wo ja ein Vektor der Stromstärke vorkommt, geht es nachher auch in der anderen Richtung. Jetzt drehe ich noch die Polung um des Magneten. Das heißt, wir haben auch hier wieder eine 180-Grad-Drehung eines dieser Vektoren im Lorentzkraftgesetz. Und das geht wieder retour, wie es sein muss. Und jetzt werde ich noch eine kleine Wippe antreiben, wo man sieht, dass man auch periodische Bewegungen erzeugen kann mit dieser Einrichtung. Und wenn man die dann geschickt erweitert, kann man daraus einen drehenden Elektromotor machen. Sie hören das Ein- und Ausschalten, da wird also immer im richtigen Moment der Strom eingeschaltet, sodass dann die Wippe, wie eine Kinderschaukel ja auch, im richtigen Rhythmus angetrieben wird. Das Schaukeln habe ich jetzt von Hand gemacht, also die Wippe habe ich von Hand ein- und ausgeschaltet. Das könnte man auch automatisieren, aufgrund der Lage dieses aktuellen Stromleiters. So viel zum Thema Lorentzkraft.